Ah, hoi und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed. Immer noch auf der Suche nach Schätzen und anderen Reichtümern, sowie Rätseln und... Oh nein. Ich habe da jetzt schon keine Lust drauf. Diese komischen verfluchten Orte immer. Ich verfluche sie. das Bahamas fehlt. Okay. Das hängt da im Haus oder was ist das da? Ich darf mich hier nicht blicken lassen. Auf dem Dachboden. Komm ich da einfach so rein? Ist es so einfach? Es ist so einfach. Nein, die ist verschlossen. Warte, ich brauche einen Schlüssel. Und der ist... Hat die Person da hinten den? Ah, ich glaube ja. Guten Tag, werter Herr. Wer bist du denn? Kann ich mit dir reden? Du siehst besser als das letzte Mal aus, Scherga. Scherga? Du verwechselst mich. Ich bin Aldermann Tedmund. Tedmund ist tot. Ah, nun, das wissen wir beide. Doch der Rest von Kent weiß es nicht. Also hast du erneut seinen Mantel angelegt? Er wäre kein guter Hirte gewesen. Selbstbezogen, wahnhaft, brüchig wie die Borke eines toten Baumes. Also was wirst du an seiner Stadt tun? So viel. Kent ist vom Weg abgekommen. Kirche und Krone sind wie zänkische Elstern. Ich kann beiden dienen und Frieden bringen. Ein ehrenhaftes Ziel. Für Künebert stand das Gesetz Gottes über dem der Menschen. Er starb dafür. Ich werde den König zu meinem Verbündeten machen. Es gibt viel zu tun. Du hast dich sehr verändert seit deiner Zeit als leidlicher Mime, der stotternd in zu große Fußstapfen treten sollte. Ich werde mich sehr bemühen. Diese zweite Chance verdanke ich dir. Du hättest mir nicht vertrauen müssen. Verrate dieses Vertrauen nicht. Du hast mein Wort, Eivor vom Rabenclan. Okay. Warum kann ich ihn tragen? Bist du gefesselt? Nö. Gut, das war ein nettes Gespräch, hilft mir aber nicht sonderlich weiter. Ich brauche immer noch den Schlüssel. Warte mal, schieb das mal irgendwie beiseite. Jetzt ist die Frage, wenn ich den Schlüssel hier nicht erkennen kann, wo ist er denn? Und was hast du für eine komische Route? Ja, die Klappe. Wo ich das gerade sehe, ne? Wir hatten ja hier noch etwas. Hier wollten wir hin. Achso, warte mal. Habe ich den Fernlenkschuss schon? So für Sachen aufmachen wäre da wahrscheinlich ganz gut. Habe ich ja letztes Mal gesagt. Die Frage ist, wo ist er? Notfallzielen? Salve? Niederschlag? Also entweder habe ich den schon. Oder ich sehe ihn gerade nicht. Benommenheit. Meuchlerlist. Einen Moment. Konterrolle. Raubtier-Kombo. Meuchlergrätsche. Dann müsste ich den ja schon haben, ne? Schreck. Schlachtfeld. Warte mal. Brandpulver, Dimm, Sengender. Was ist das hier? Sehe ich nicht. Todeszeichen. Nö. Nicht, dass ich ihn jetzt sehen würde. Ha. Aber ich war mir fast sicher, dass ich den irgendwo gesehen habe. Pfeilsammler, einen Moment. Das haben wir schon geguckt. Ja. Achso, okay. Das war das komische Ding. Kampfbereit, Konterrolle. Da sind wir wieder bei der Meuchlerlist. Spurenbeseitigung und ein mächtiger Ruderschlag. Aber nicht... Nee. Nicht der komische Schuss, den ich meinte, hier irgendwo schon mal gesehen zu haben.
Vielleicht habe ich mich auch einfach geirrt. Das kann natürlich sein und kommt auch recht häufig vor. So, wir nehmen einfach mal das mit. Was gibt's denn da Schönes? Oh, ein Herz. Herzelein. Würde Heinche jetzt singen, wenn der nicht... Ist der schon tot? Lebt er noch? Der muss uralt sein. Mein Vater war großer Fan. Oder ist großer Fan. Ich weiß nicht, ob er noch ist, aber er war auf jeden Fall großer Fan von Heinche. Ich habe es gehasst. Aber gut. Ich muss sehen, was du siehst. Musik ist ja auch so eine Sache, über die man nicht streiten kann. Oder nur schlecht. So, Großer, du hast wahrscheinlich auch keinen Schlüssel. Ich box dich trotzdem mal um, einfach des Prinzips wegen. Und ich kann hier auch noch keinen Schlüssel erkennen. Ah, jetzt weiß ich auch tatsächlich, wo wir sind. Hier haben wir doch den komischen Doppelgänger geklaut, hätte ich jetzt fast gesagt, entführt. Bleibst du mal bitte hier? Dann würde ich aber fast davon ausgehen, dass hier irgendwo der Schlüssel sein muss. Ich sehe ihn nur nicht derzeitig in meinem blinden Wahn. Lass mich mal durch. Warum kriege ich überhaupt? Das ist doch voll blöd. Jetzt kriege ich ja schon wieder. Egal. Aber wir... Wer sieht mich denn da? Hast du mich von da hinten gerade... Alter, wie er angestürmt kommt. Alter. Au. Okay. Für wen? Ich kenne diesen Gort nicht. Und ihr seid ganz schön nervig, Kollegen. Kann ich mal kurz? Hier, Fuß. So, wo ist denn der andere hin? Ach, guck mal. Fuß. Und zwar bei Fuß. Ist eine Blume, kennst du nicht. So, was mit euch? Ihr habt Spaß? Wollt ihr mitspielen, Robert? Au! Was ist das denn? Ich dachte, da kommt jetzt noch ein Angriff. Oh, dich wollte ich gar nicht treffen, aber gut. Hier. Alter, jetzt bin ich aber auf den Sack. Au! Au! Was ist mit euch? Aua! Ja, dann mache ich euch mal kaputt jetzt. Hier. Pfeil im C, Abenteuerkarriere vorbei. Hupala, da musste ich husten. Vor allem seid ihr mir eigentlich egal. Ich will doch nur einen Schlüssel haben. Ich will hier auch eigentlich gar nicht so viele Leute abmetzeln. Ich will nur Schlüssel. Kommt ja einfach an, hier mit so einem Pony. Wenn ich gesehen werde, gibt es Ärger. Kollege, der Ärger ist doch schon lange da. Ja. Arm? Fuß? Aua? Ja. Komm hier nicht einfach mit dem Pony an, ey. Was? Kannst du wieder, Arm? Nochmal? Jo, ruf nochmal. Alter, was? Wer ihn einfach den Speer gegeben hat, wie cool. Sag mal, was seid ihr für Pappnasen? Bleibt hier jetzt. Da ist noch einer, ne? Oh nein, das ist so ein komischer Speerträger. Hasse euch. Da kommt schon wieder einer angehackt. Au!
Hätte ich jetzt auch gesagt. Hab's nur vergessen. So gut, wir haben jetzt alles abgemetzelt, aber ich habe das Gefühl, hier ist immer noch kein Schlüssel. Aber er braucht doch den Schlüssel, Jungs. Ich war doch schon immer ein Schlüsselkind. Da! Jetzt taucht er einfach auf. Guten Morgen! Was willst du denn? Hier. Nein, nicht gucken. Oh, da ist ein großer. Ich drücke ja! Ja, komm mal ran. Ins Knie. Und nicht in die Hand. In die Hand? In die Hand. So, tschüss. So, siehst du, mehr wollte ich doch gar nicht. Dass man hier immer so viele Leichen hinstellen muss, bevor es funktioniert. Es ist nicht schön. Viele Frauen, Männer, Mütter, Väter, die sind jetzt alle sehr unglücklich. Pass ich hier durch? Hier passe ich durch. So. Was man nicht ein... Oh, Handschuhe. Was man nicht alles machen muss für so ein paar Handschuhe. Und er ist immer noch hier. Kann ich dich mitnehmen? Komm, wir gehen jetzt spazieren. Ich weiß nicht warum, aber ich nehme dich jetzt mit. Warte, wo wollen wir denn hin mit dir? Wo ist denn das nächste? Sollte ich unten lang gehen? Komm, wir gehen unten lang. So, hast du was zu erzählen? Oder bist du jetzt nur Ballast? Es scheint, als wärst du nur Ballast. Ja, ich entführe jemanden. Mach dir keinen Kopf. Das dauert mir zu lange. Komm, wir nehmen das Pony, das haarige. So. Der erzählt doch nichts, ne? Ist voll der Langweiler. Los! So, Edmund, der Unechte. Hilfst du mir bei den verfluchten komischen Dingens da oben? Oh nein, ich hoffe, das ist nicht das Ding, wo ich so versagt hatte. Doch, das ist das, ne? Wo ich nicht wusste, wie man da raufkommt. Okay, Edmund, du bleibst mal kurz hier. Ich muss jetzt herausfinden, wie ich dieses Ding bezwinge. Weil sehen kann man es ja von hier nicht. Okay, man kann es doch sehen. Oder hatte ich beim letzten Mal keine Pfeile mit? Das kann natürlich auch sein. Ich würde sagen, wir lassen den mal hier. Ja, ist ja gut, ich weiß, der ist schwer. Wir lassen ihn jetzt auch hier. Hier kann er ein bisschen über seine Taten nachdenken. Hier, guck. So, tschüss. Wir haben ja jetzt gar keine Zeit mehr für dich. Wir müssen jetzt, ja, wo genau müssen wir eigentlich hin? Das ist eine gute Frage. Das ist so weit weg? Das ist gerade so weit genug. Das ist eine Quest, das heißt, wir gehen dann hier so lang. Dum-dum-dum. Tschüss, Edmund, der Unechte. Oh, warte. Genau, danke. Nein, eigentlich nicht. So. Wunderbar. Jetzt können wir. Okay, es nimmt langsam Fahrt auf. Wir kommen voran in Kent. Ich weiß ja jetzt, wie es heißt. Er hat mir ja vorhin gesagt, also Edmund der Unehrliche. Oder der Unechte. Der hat mir ja gesagt, wie dieses komische Ding hier heißt. So, guten Morgen, da sind Kinder. Ich gebe dir zurück.
Was ist denn los? Soll ich helfen? Was ist passiert, meine Kleine? Mamas Ring. Ich habe ihn rausgeholt, um ihn mir anzuschauen, und ein Vogel hat ihn mir stibitzt. Was wolltest du denn mit dem Ring deiner Mutter? Jemand hat ihn ausgeliehen und sie wollte, dass ich ihn zurückhole. Aber jetzt ist er da oben im Baum. Ich komme da nicht hoch. Da ist das Vogelnest. Wo denn? Eine Entschuldigung. Tut mir leid, dass ich die Leiter zerstören musste. Meine Tochter ist dort immer wieder hinaufgestiegen, um das Krähennest zu sehen, aber direkt daneben stehen Ulkrüge. Die Dinger sind gefährlich. Ich habe die Leiter weggestellt, aber sie hat sie einfach wiedergeholt. Also musste ich sie zerstören. Ja, so ist das mit Leitern. Was für ein Krähennest? Kann ich das nicht einfach runterschießen? Okay, da ist die Leiter, die sie zerstört hat. Komme ich da einfach so rüber? Ja, nicht wirklich. Warte mal. Die Ölkrüge. Vielleicht könnte ich das Nest mit irgendwas runterholen. Ja, das. Ich wollte eigentlich gucken, ob ich an die Krüge rankomme, aber. Oder sehe ich das Nest einfach nicht? Los, Sühnen. Warte mal. Ich komme mir den Bart ans Mikrofon. Ich glaube. Das vielleicht so ganz leicht. Etwas ist aus dem Nest gefallen. Ah! Okay. Hey du! Hände weg von meinem Eigentum! Der Ring gehört mir! Gib ihn sofort zurück! Bist du die Mutter der Kleinen? Stiefmutter! Mein Mann gab mir diesen Ring. Meine Stieftochter wollte ihn mir stehlen. Sie raubt mir die Nerven, seit ich ihren Vater geheiratet habe. Obwohl ich immer nur gütig zu ihr war. Sie sagt, du hast den Ring ihrer Mutter ausgeliehen. Ihre Mutter ist tot. Oh, vielleicht hat er ihr mal gehört. Das wusste ich nicht. Dein neuer Mann gab dir den Ring seiner verstorbenen Frau? Wir haben nicht viel. Ein Geschenk von gutem Herzen lehne ich nicht ab. Er ist ein guter Mann und ich liebe ihn sehr. Aber seine Tochter wird mich nie lieben. Nicht solange sie so tut, als würde ihre Mutter noch leben. Lass der Kleinen den Ring. Es ist alles, was ihr von ihrer Mutter bleibt. Und so könnte eine neue Bindung zwischen euch wachsen. Du bist sehr weise. Ich gebe ihn nicht leichtfertig her. Aber rechtmäßig gehört er ihr mehr als mir. Bitte bring ihn ihr. Ja, genau. Das sehe ich nämlich auch so. Ich will das gar nicht mal angucken. Trotzdem danke. Ich meine, ist ja nur ein Ring. Ihr werdet schon noch andere Sachen finden. Und ihr habt ja eure Liebe, ne? Ich habe den Ring deiner Mutter. Pass in Zukunft besser auf. Wir müssen Acht auf das geben, was uns kostbar ist. Du hast doch eben mit meiner Stiefmutter geredet. Wollte sie ihn dir wegnehmen? Sie ist so ein alter Warzendrache. Sie will, dass du ihn hast. Sei netter zu ihr, meine Kleine. Sie gibt sich alle Mühe für dich. Mag sein. Ich werde mit Mutter darüber reden. Dann leb wohl. Der Himmelsdieb. Damit hätten wir das auch. So, das gehört noch hierzu. Ich gehe mal davon aus, das gehört zum anderen. Aber da sind wir noch nicht. Obwohl ich ja theoretisch, wenn ich da bin, das auch nicht mal gleich mitnehmen könnte, ne? Wenn man schon in der Nähe ist. Ist halt nur die Frage, wie lange das dauert. Aber... Ja, wow, jetzt bringt's auch nicht mehr. Danke. Aber alles in allem, wenn ich sowieso alles einsammeln will, dann ist es wahrscheinlich ganz gut, wenn ich es gleich mitnehme. So, kommst du jetzt vorbei? Wunderbar. Ich finde diesen Regen immer befremdlich, wenn es dabei hell ist, also wenn die Sonne scheint. Ich meine, es geht, ist klar, eine Wolke, die kann den Regen auch abwerfen sozusagen, aber es ist schon komisch.
ist das in England so? So, was gibt es hier? Wenn die Bienen dich stören, Junge, warum hältst du dich nicht einfach von ihrem Stock fern? Weil ich Honig brauche. Nur ein bisschen. Für meine Freundin. Sie isst nichts anderes. Meine Freundin liebt Honig. Sie ist ein echtes Leckermaul. Hast du einen Bär als Freundin? Sie ist so lieb und fürsorglich. Aber wenn sie ihren Honig nicht bekommt, weiß ich nicht, was passiert. Ist deine Freundin Winnie Pooh? Was ist das für ein Haus hier? Ich will nur ein kleines bisschen. Sie haben genug, um zu teilen. Und wie kriege ich das? Warte mal. Oh nein, das wird gleich pieken, ne? Ich habe versucht, mit einem Stock zu stochern. Aber das regt sie nur noch mehr auf. Meine Freundin liebt Honig. Sie ist ein echtes Leckermann. Du hast den Honig? Oh, ich danke dir. Oh, das sieht köstlich aus. Leg das auf den Stein, dann kommt sie gleich dazu. Wenn hier jetzt so eine Riesenbiene ankommt, ne? Dann bin ich aber weg. Bin ich so weit von weg. Warte mal, auf welchen Stein denn? Hier hin? Hier ist ein Stein. Der Stein ist da drüben beim Baum. Schnell, bevor sie kommt. Ach so, okay. Was macht er da? Ih, Alter. Setz dich und wir warten zusammen. Wie viel er mitgenommen hat. Gleich hier. Ich habe ein bisschen Angst. Da kommt gleich ein Bär raus, ne? Kommt da Winnie Pooh raus? Winifred passt auf mich auf, seit meine Eltern tot sind. Es ist ein Schwein. Sie ist meine beste Freundin. Die anderen Kinder hänseln mich. Manchmal werfen sie Steine, um mich wegzuscheuchen. Und sie nennen mich einen dreckigen Waldschrat. Winifred hat mein Leben gerettet. Ich lag zusammengekauert auf dem Boden und betete, dass Gott mich auch zu sich nimmt. Aber sie hat die Wölfe verjagt. Oh! Da bist du ja, Winifred! Ich hab Honig für dich! Da kommt wohl nicht mehr. Winifred, meine besteste Bärin. Jeder Tag mit dir ist mein Lieblingstag. So ist auch heute wieder mein Lieblingstag. Dieser nette Fremde hat dir etwas Honig besorgt. Was sagen wir da? Dankeschön. Der ganze Honig hat dich wohl durstig gemacht. Kommst du wirklich allein zurecht da draußen, kleiner Mann? Quatsch. Ich bin nicht alleine. Ich habe die beste Bärin an meiner Seite. Tausend Dank und auf Wiedersehen. Komm, Winifred. Wollen wir zum See laufen? Wir könnten etwas im Schilf planschen. Ein sonderbares Gespann. Aber Freundschaft zeigt sich oft an den seltsamsten Orten. Das stimmt. Ich hätte trotzdem Angst. Ich dachte erst, das wäre ein Schwein. Hallo, Winifred 2. So. Komm, wir nehmen das mal schnell mit. Also, ich hoffe schnell. Ich würde fast davon ausgehen, ich muss hier irgendwo tauchen, oder? Das ist ja wieder so ein Britannia-Rätsel. Oder irgendwas in der Art. Achso, warte mal, hier war ich doch schon. Habe ich das nicht... Das habe ich irgendwie verpeilt, glaube ich, ne? Ja, jetzt gibt es gleich wieder Geschrei, ich weiß. Ja. Ja. Geht mal raus. Alter, übertreib das doch nicht so. Okay, hier geht's rein. Ich
glaube, als ich das letzte Mal hier war, habe ich mich nur auf dieses komische Zeichen verlassen und war mir nicht bewusst, dass ich irgendwo rein oder runter muss. Hoffen wir mal, dass ich jetzt weiterkomme und es finde. Aber ich denke mal schon. Ja, ja, ja. Ich weiß, ich brenne. Ja, ja. Ich nehme da jetzt keine Rücksicht mehr drauf. Du brennst ja bei jedem kleinen Scheiß. Das ist eine Sackgasse. Ah, okay. Okay, ich muss offensichtlich so daran. Ist gebonkt. Haben wir gemacht. So. Noch haben wir genug Pfeile. Oh. Ja. Die hätte ich mir sparen können, ist aber egal. Sind ja nur zwei Stück. So, da ist ein Stein vor. Ich würde mal fast... Nee, das ist nur eine kleine Kiste, ne? Ja. Ich würde mal fast sagen, da kommen wir nachher raus. Warte, komm ich da hoch? Komm ich da so rum oder muss ich an diesen Rand da lang? Das sieht nicht so aus, als wenn ich da oben lang muss. Wir gucken mal, dass wir den richtigen Weg gehen. Den richtigen, in Anführungszeichen. Warte mal. Vielleicht auch nicht. Doch, das reicht nicht, ne? Ich muss... Es sei denn, ich komme darüber. Warte mal. Los, spring, Eivor! Na, so nicht. Okay, gut, wir nehmen den anderen Weg. Zack und... Zack. Das sieht komisch aus. Gut, ich glaube, wir kommen voran. Ich drück doch schon. Warte mal, hier komme ich hoch, ne? An dem Gerüst. Ich würde nämlich gerne... das hier alles mitnehmen, wollte ich sagen. Zack. Damit hätten wir das. Thors Rune. Eine Rüstungsrune. Schreibt hier noch irgendeiner. Ich habe keine Zeit. Ich muss die Schätze sammeln. Okay, warte mal. Ist das richtig? Dort ist irgendwas. Hallo? Nein! Jetzt komme ich da nicht rüber, ne? Ah. Los. Ja, ich komme da noch dahin. Sehr schön. Nein, ich wollte das kaputt hauen. Aber gut, das bringt nichts. Gut, jetzt aber. Oh, schon wieder gehustet. Warum huste ich heute so viel? Es geht zu Ende. Da hatte ich ein Glück, als ich von dem Seil ab bin, dass ich nicht einfach reingefallen bin und dann wieder rumlaufen musste. Ja, ja, ich weiß, du brennst gleich wieder. Oh, doch nicht. Bin ich hier richtig? Der Kessel von Dürrenkarf. Um den Kessel des Riesen zu erhaschen, musst du so tapfer sein wie er. Springe wie ein Lachs, wo Eisen gedeiht, und halte fest, was dir Leben schenkt. Ich. Hä? Schwimmendes Eisen. Hat das Schwein nicht davon gequatscht? Kann ich einfach hier rüberlaufen? So. Was gibt es noch?
Unten ist nichts. Halte fest, was Leben gedeiht. Warte mal. Ich kann gerade nicht. Ich muss Discord aufmachen, wenn ich spiele. Oh, das sieht grafikbugmäßig aus. Viele kleine Ablenkungen. Das sieht echt ein bisschen komisch aus, ne? Ja, vielleicht war das ja so. Bin ich... Ach du Heilige. Ich hoffe, mein Atem reicht. Ich hatte jetzt damit gerechnet, dass ich hier schnell wieder irgendwo hochkomme. Hier. Oder? Das ist doch nicht möglich! Oh, shit. Und ich kann es trotzdem nicht sein lassen. Ja, ich kann gerade nicht. Da oben, da kommt Licht, da muss ich hoch. Oh, Alter. Das geht bestimmt schnell. Was ist das da? Kann ich das mitnehmen? Gib mir das. Okay. Jetzt schnell wieder raus hier. Warte mal. Da ist der. Warum ist da ein Stein im Weg? Da ist eine Mauer, alles klar. Da ist noch eine Mauer. Warum sind hier zwei Mauern? Das Spiel verwirrt mich doch nicht mit zwei Sachen. Was machst du da? Nicht tanzen! Mitnehmen! So, einmal dich. Und dann noch die zweite Wand. Ach, hör auf! Ja, natürlich. Ja, natürlich. Scheiße! Kannst du einfach aufhören zu rennen? Können wir das bitte aufmachen? Das wäre nett. So, jetzt ist die Frage, wo muss ich denn lang? Welcher der beiden Gänge ist richtig? Oder sind sie beide richtig? Nee, hier ist die Truhe. Und der Stein. Das war jetzt ein bisschen sinnlos, aber na, zumindest eine kleine Abkürzung. So, und mit ein bisschen Glück geht's hier wieder raus. Das sieht doch gut aus. Ich glaube, das ist der Stein vom Anfang. Oder von weiter vorne, besser gesagt. Okay, das reicht. So, damit hätten wir das auch. Dann haben wir das nochmal schnell gemacht. War ja in der Nähe, nicht wahr? Das nächste senden. Dahin. Gut, dann mache ich mich mal auf den Weg. Aber für diese Folge würde ich sagen, haken wir das mit diesem britannischen alten Schatz ab. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und bis dahin, gehabt euch wohl und bleibt gesund. Und ich guck mal, wer da genervt hat.